Yo Leute, was geht ab? Team Bubble hier. Heute mit einem speziellen Review. Und zwar haben wir von Custom Playmat eine eigene TBT-Matte bekommen, zugeschickt bekommen. Die werden wir uns heute mal genau anschauen. Also Custom Playmat ist eine neue Webseite, die machen eigene Motive auf Matten und sowas. Echt coole Motive auch. Ja, wir werden jetzt nochmal gleich die Matte anschauen. Unser Motiv haben wir geschickt, wie wir es haben wollten, ob sie auch unseren Vorstellungen entspricht. Ist die Matte schon mal sehr gut hier. Entspricht auch fast den Konami-Matte. Das werde ich später im Video auch eingehen. Ich werde dann auch ein paar Punkte ansprechen, wie das Aussehen, Rutschfestigkeit, die Qualität der Matte. Und dann gehen wir auch mal auf das Aussehen dieser Matte ein. So schaut die unsere Matte aus. Also das Motiv hat sich schon mal echt an sich, das Logo hat sich mal echt gut gelungen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Dann gehen wir auf meinen ersten Punkt schon mal ein. Ich werde jetzt ein paar Punkte ansprechen, wie die Rutschfestigkeit halt. Gehe ich auch mal gleich auf den ersten Punkt ein, auf die Rutschfestigkeit. Die Oberfläche natürlich, der Matte ist ja ziemlich wichtig für jeden Spieler. Wir sehen hinten an der Matte, dass die eigentlich sehr gut verarbeitet ist mit diesen Grillen hier. Das entspricht auch der Konami-Matte. Ich habe auch eine originale Konami-Matte mitgenommen. Genau, da sehen wir als Vergleich, dass die Konami-Matte die gleichen Rillen hat wie die Custom Playmat-Matte. Das ist schon mal ein echt guter Punkt, weil die Matten, die rutschen ja nicht mehr auf dem Tisch. Bleiben auf jeden Oberflächen gleich, das ist immer echt gut. Dann kommen wir auch gleich zu der Oberfläche. Die ist schön glatt hier. Die ist eigentlich die gleiche Oberfläche wie die Konami-Spielmatte. Das heißt, Vergleich legen wir es auch unter. Das sehen wir hier. Und damit ihr noch einen besseren Vergleich habt, habt ihr auch eine Yu-Gi-Oh!-Karte mitgenommen. Wir werden sie jetzt mal über die Spielmatten gleiten lassen, um zu schauen, ob sie auch die gleichen Geräusche erzielt wie die original Konami-Matte. Noch mehr. Hört ihr das Geräusch? So, und jetzt gehen wir mal zu der Custom Playmat mit. Wie wir hören, ist es das gleiche Geräusch. Die Karten gleiten. Keine Kratzer auf den Folien. Also schon mal ein Pluspunkt. So, für die Rutschfestigkeit und um die Oberfläche gebe ich für die Custom Playmat schon mal 8 von 10 Sternen, da sie eigentlich fast genauso der Konami-Spielmatte entspricht. So, dann kommen wir auch zu dem nächsten Punkt. Das ist die Dicke der Matte. Also wie ich fühle, ist sie eigentlich relativ dünn. Das sehen wir hier. Die ist relativ dünn. Und eigentlich ist die genauso dünn, glaube ich, wie die originale Konami-Spielmatte. Jetzt schauen wir mal in diesem Video hier, auf die Nahaufnahme. Ich denke, vielleicht ist die Konami ein bisschen dicker. Ansonsten... Beide eigentlich auch gleich schwer. Das heißt, für eure Taschen, dass ihr auch nicht so viel Ballast mittragen müsst. Da die Matte eigentlich relativ dünn ist, ist noch nicht schwer. Lässt sich schön in die Tasche reintun. Für die Dicke entspricht sie eigentlich fast genauso wie der Konami und der originalen Spielmatte. Da gebe ich auch 8 von 10 Sternen. Es gibt natürlich auch dickere Spielmatten, wie die von der als Midgard. Die sind dann dicker und schwerer auch. Und ansonsten ist die Dicke echt sehr gut. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist natürlich das Problem, wenn man den Ausfransen von den Seiten, von den Matten. Das hat jeder Spieler, kennt das gleiche Problem. Konami hat die gleichen Probleme. Man sieht diese Ausfransungen hier an den Seiten ganz stark, wenn man sie in die Tasche reintut. Dann schauen wir doch mal gleich hier Custom Playmats an, ob sie auch schon Ausfransungen haben. Also ich sehe schon, dass die hier geschnitten wurde und leichte Ausfranzung jetzt schon hat, obwohl sie eigentlich relativ neu ist oder gerade frisch war, als Produktion rauskommt, dass die schon leichte Fransen hier hat. Und man sieht, dass hier ein bisschen falsch geschnitten wird. Das ist der einzige richtige negative Grund, den ich jetzt hier habe.
dass es nicht schön gerade ist, sondern einen kleinen, kleinen Bogen hat, wenn man das sieht. Das ist ja natürlich das Schlimmste an sowas in so einer Matte. Das ist schade, wenn die ganzen Ränder dann irgendwann auspranzen, dann holt man sich eine neue Matte. Also da für die Franzen und für die Seite, dass es hier halt so ein kleiner Schnitt drin ist, gebe ich leider für die Franzen nur 5 von 10 Sternen. Da kann man deutlich was Besseres machen. Ansonsten müssen wir uns hier irgendwie Schutz holen, dass die Ränder nicht kaputt gehen. Ja, so, dann kommen wir auch zu dem wichtigsten Punkt der Spielmatte. Natürlich ist die Qualität der Farben und das Bild und das Logo halt für die Matte. Ihr könnt euch später, dann werden wir euch im Video auch zeigen, wie ihr eure eigenen Matten erstellen könnt oder so, wie ihr wollt. Wir haben ja so gemacht. Und dann sehen wir jetzt auch schon die Qualität, gehen wir zu den Farben der Spielmatte. Dann sehen wir, dass unten schön schwarz ist. Oben eigentlich auch relativ gut noch gelungen. Aber dann sehen wir, dass schauen wir unser Logo an. Und dann sehen wir, dass das Schwarz nicht das Schwarz entspricht, was hier unten ist. Es ist ziemlich blass geworden, unser Logo. Das gefällt mir halt gar nicht. Dass das Grünliche hier eigentlich auch nicht richtig grün ist, sondern irgendwie ein Grün-Gelb-Stich hat. Das Schwarz hier von unserem Logo-Haus, TBT, ist ziemlich verblasst. Und das schaut dann nicht mehr gut aus. Wir kommen auch unseren Sponsoren. Man sieht auch, wenn man es genau in der Aufnahme genau hinschaut, dass die Schrift auch dann verblasst und irgendwie unscharf wird. Das ist natürlich ein sehr negativer Punkt, da wir halt auch wollen, dass die Matte perfekt ausschaut, wenn wir schon was dafür zahlen müssen. Dann gehen wir auch zu den Punkten ein, wie die Anordnung ist von dem Logo. Man sieht hier oben am Rand, dass er ein bisschen zu viel abgeschnitten hat. Das ist auch ein negativer Punkt. Er hätte vielleicht von unten ein bisschen mehr abschneiden sollen und oben noch ein bisschen mehr von dem Blau da lassen sollen, da es dann irgendwie ein bisschen unzentriert ausschaut. Also ich gebe für die Farben und Qualität der Pixel der Matte 5 von 10 Sternen, da echt noch vielleicht mehr auszuholen ist aus den Farben hier. Da hier, das ist einfach unser Markenzeichen und da wollen wir dann auch einfach, dass es auch perfekt ausschaut für uns, unseren Vorstellungen entspricht. Und dann kommen wir auch zu dem nächsten Punkt. So, kommen wir noch zum letzten Punkt. Jeder Yugi-Spieler weiß ja, die Matten fransen aus. Was kann die Matte, wenn sie geknickt wird, wenn sie runterfällt, wenn sie noch in die Tasche reinquetscht wird? Das testen wir jetzt für euch aus. So, schauen wir doch mal. Die besteht ja aus Gummi. Also daher, wenn wir sie so in die Tasche reinschmeißen und knicken, seht ihr hier, dass sie noch genau die gleiche Form behält. Da sehen wir schon leichte Knicke hier und hier, da auch. Ja, die Knicke gehen aber wieder leicht weg, aber noch leichte Spuren sind drauf. Das ist auch schon ein bisschen negativ. Dann schauen wir mal, wie es ist, wenn wir es in die Tasche reinpacken. Wie manche Spieler ja einfach machen, die packen das einfach ein. Schauen wir doch mal, wir werfen noch unser Ordner hier rein. Dann nehmen wir unsere Backbox, werfen sie auch rein. Alles ist zu. Dann werden wir noch ein bisschen gehen damit. So, schauen wir doch mal. Ob auch die gleiche Form hat wie die Original Konami machen. Man sieht immer noch die leichten Gebrauchsspuren, aber jetzt noch mehr an größeren Knick hier drin. Das passiert eigentlich bei Originalspielmatten nicht, also Originalspielmatten. Wir halten die Form, wie die Originalspielmatte gebraucht. Das ist ein ziemlich negativer Punkt. Ja, da kann man nichts machen, da kann man vielleicht noch an der Qualität der Spielmatte noch ein bisschen was ändern. Ist halt schade, wenn die jetzt in die Tasche reinschmeißen und dann der Knick erst nach einer Woche wieder rausgeht. Das gefällt uns natürlich nicht. Dann haben wir jetzt noch einen absoluten Härtetest für euch.
Was passiert, wenn in der Tasche mal eure Flasche ausläuft? Das probieren wir jetzt draußen aus. Ich habe jetzt hier eine Wasserflasche gekauft. Und wir werden sie einfach mal über die Matte drüber streuen. Hier drüber und schauen, ob die Farben sich vermischen. Dazu geben wir jetzt einfach mal was aus. Schauen wir doch jetzt mal. Damit sie noch ein bisschen verwischen, können wir hier waschen. So, dann bemerken wir jetzt erst jetzt, hoppla, unsere Flasche ist ja ausgelaufen. Dann schauen wir uns doch mal an, wie die Flasche ist. Okay, die Farben bleiben eigentlich alle gleich. Nichts ist passiert, die Matte hat sich voll gesaugt mit Wasser. Bleiben die Farben auch, wenn man sie noch rein. Also ich glaube, die Matte bleibt so, wenn wir sie dann wieder trocknen. Also das ist schon mal ein sehr guter Punkt, dass die Farben auch gleich bleiben. Ich hoffe, das bleibt auch, wenn man sie dann, also wenn man es mit Zuckerwasser macht, jetzt mit Cola oder so, weil man jetzt das normale Wasser benutzt, ob sie dann auch irgendwie haften bleiben. Deswegen ansonsten echt gut, die Matte. Wir werden euch gleich nochmal zeigen, was die Matten, welche Logos ihr machen könnt, wie ihr es machen könnt. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt wieder. So, dann kommen wir zum Fazit der Spielmatte. Im Großen und Ganzen hat uns die Matte eigentlich sehr gut gefallen. Der Härtetest eigentlich auch fast erstanden. Das ist der ultimative Härtetest hat er bestanden. Ich gebe der Matte 7 von 10 Sternen, da noch ein bisschen Bedarf ist an einigen Punkten, die wir eigentlich angesprochen haben. Ansonsten gebe ich das Wort an Hong weiter. Ja, alle Informationen findet ihr unten in der Beschreibung, beziehungsweise auf deren Seite customplaymats.de. Und wie gesagt, dort könnt ihr eure eigenen Motive einsenden und dann eure eigenen Matten mit eigenen Motiven erhalten. Also auf der Seite findet ihr auch alle Angaben, die Maße und sowas, wie man das genau macht. Und natürlich könnt ihr auch einfach eine E-Mail schreiben oder auf Facebook und dann wird ihr euch dort beraten. Also mein kleiner Tipp ist noch, dass ihr die Farben vielleicht ein bisschen dunkler macht, weil bei uns war es dann ein bisschen zu hell. Also wahrscheinlich vom Druck her wird es immer ein bisschen heller. Deswegen würde ich euch raten, das erstmal vielleicht ein bisschen dunkler als das gewünschte Originalmotiv zu machen. Und dann beim Motiv an sich solltet ihr aufpassen, dass das nicht zu viel an den Rand geht, nicht zu nah an den Rand geht, sondern dort vielleicht ein bisschen freilässt, weil es dann halt geschnitten wird und dann passt es halt besser rein. Bei uns ist es halt ein bisschen zu knapp gewesen. Da hätte man ruhig ein bisschen mehr Platz lassen können. Ja, im Großen und Ganzen ist es echt super geworden. Wie mein Kollege hier gerade gesagt hat, die Matte hat uns im Großen und Ganzen gefallen. 7 von 10 Sternen und wir werden auf jeden Fall in der Zukunft mit ihm zusammenarbeiten und ein paar eigene Matten bei ihm bestellen für verschiedene Projekte und Aufgaben. Ja. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Bestellt es bei ihm. Er hat auch krass, könnt euch eigene Motive auch erstellen. Das ist echt gut. Viel Spaß mit Custom and Playmates. Und leidet nicht.